Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit einem Bobas. Ich habe das letzte Mal ja diese ganzen Steuern zahlen müssen, nachdem wir aufgehört haben. Und mir ist eingefallen jetzt, bevor ich anfange, wir können ja sogar auf die Bank gehen und im Grunde einen Kredit aufnehmen. Und da dachte ich mir, warum nicht, ne? Das können wir doch eigentlich machen. Das Problem ist allerdings nur, dass du eine tägliche Zahlung hast von einigen Dollars. Und von daher werden wir das erste Mal sein lassen. Wir werden einfach schauen, ob das jetzt hinhaut mit dem einen Tag oder ob wir failen. So, von daher, wir gehen einfach mal raus. Wir haben zwei Angestellte, die in der Kasse sind. Eine früh, eine abends. Ja, finanzielle Probleme, alles klar. Zinsen kriegen wir doch, ist doch super. So, ja, da haben wir natürlich jetzt noch nichts, das ist klar. Und wir gehen zum Laden. Und da geht's auch schon los. Wir müssen trotzdem Lieferung kriegen. Hoffe ich. Ach nee, Quatsch, wir haben ja Lieferung bekommen, ne? Eben, wir haben ja Lieferung bekommen. Das haben wir ja schon alles eingeräumt. Tja, wir haben zwei Kassenkräfte. Wir können selbst eine Kraft stellen. Mit uns quasi. So, das Lager ist leer. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass die Klamotten, die wir hier haben, dass die sich wirklich richtig gut verkaufen werden. So, noch sind wir closed. Warten wir mal kurz ab. Jo, und Eileen ist schon da, hat ihre Position eingenommen an der Kasse und wir haben geöffnet. Und da kommt schon die erste Kundin. Ja, servus. Ja, T-Shirts haben wir ganz viele. Und da ist jemand, der Hilfe braucht. Hallo. Ich habe Hemden. Ja, dann zeige ich dir doch mal die Hemden, oder? Ich muss natürlich schauen, dass ich dich hier ein bisschen aufpush. Und? Ah, schade. Oh, die eine Kunde, die oder die zwei, die rein sind, die sind schon wieder gegangen. Servus. Ja, ich hoffe doch, dass so der eine oder andere hier wirklich auch mal was kauft. Ja, ich bin schon da. Kundenzufriedenheit steigern, Kundenbedürfnis steigern, jawohl. Kundenfreude steigern und Schnellverkauf. Ja, was soll denn das? Und dann ist das Need so tief unten. Ah, endlich. Ich habe nämlich noch kein einziges Mal das Pling von der Kasse gehört. Oh Mist. Ah, da draußen. Schnell zu dir. Hemden. Okay. Dann werde ich mal schauen, dass ich ey, das gibt's doch nicht, oder? Los, Leute, kauft! Wir brauchen Geld in der Kasse. Hey, can you help me? Can you help me? Ja, of course. Wählen Sie einen Artikel. Ja, hier, der Rock, der ist doch toll. Zum einen die Kundenzufriedenheit, dann das Kundenbedürfnis, nochmal das Bedürfnis und dann Schnellverkauf. Thanks. Yes, gut. Diesmal hat's doch geklappt. So, was empfehlen Sie? Ich empfehle dir das grüne Hemd. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist doch super, wenn das perfekt ist. Dann kaufst du doch. Thanks. Oh, dich habe ich gar nicht gehört. Ein Röckchen für dich, ja. Oh, schade, hat nicht geklappt. Okay, also wir sind zumindest schon mal im Plus. Das ist ja schon mal gut, ne? Oh. Die zweite Kasse ist auch schon offen, das ist toll. Und Eileen hat zugemacht, ja. Genau so gehört sich das. Die eine kommt, stellt sich an die freie Kasse, die andere macht noch die Kunden gar zu Ende, die an der Kasse stehen. Perfekt. So, wenn jetzt keiner von euch Hilfe braucht, werde ich nochmal rausschauen. Hallo. Ich verkaufe Hemden. Ja, das kannst du auf jeden Fall anschauen. Kundenbedürfnis steigern. Schnellverkauf. Oh, aber gerade noch grün. Die Sachen hier in der Mitte, die sind alle weg, ne? So, ich muss bloß immer aufpassen, dass da drin jemand schreit und hat Interesse. Und ich vergeude hier draußen meine Zeit mit Leuten, die dann vielleicht nichts kaufen. Nochmal Kundenfreude und jetzt Schnellverkauf. Gut. Also wir sind jetzt halt bei 7.800, das ist auf jeden Fall schon mal was wert. Wir haben noch knapp 3 Stunden offen. Also schauen wir mal, es kann
kann ja nicht jedes Mal in die Hose gehen, wollte ich gerade sagen. Und schon geht's in die Hose. Apropos Hose, wir haben ganz tolle Hosen. Das brauchst du auf jeden Fall. Komm, jetzt. Also die Sachen gehen nicht so weg. Als nächstes sind dann die Sachen. Ja, ich komm. Wähle einen Artikel hier, den blauen Rock. Der ist super, der steht dir sowas von fantastisch. Den musst du einfach kaufen. Komm, ich habe auch einen zu Hause für mich. Yes. So, 17.20 Uhr. Laden wird eh bald zugesperrt. Leute, greift jetzt noch zu. Komm, und... Thanks. Yes. Komm, schnapp dir ein Ding und geh an die Kasse. Verdammt. Na gut. Wir haben auf jeden Fall es geschafft. 11.000... einzunehmen. Das heißt, 15.000 oder 16.000 insgesamt, weil wir in der Kreide gestanden sind. Ja, würde ich sagen, wenn Eileen, nee, wie heißt sie? Wie heißt du? Eileen? Belle? Julie! Eileen war in der Früh. Wenn die gegangen ist, dann gehen wir auch nach Hause. So, schauen wir mal. Puh, die Miete ist halt heavy. Wirklich, wirklich heavy. Muss ich sagen. Also, boah, da weiß ich jetzt halt nicht, wie ich da agieren soll, weil wenn ich jetzt wahrscheinlich die Klamotten kaufe, dann werde ich wahrscheinlich sehr, sehr viel. Fehlender Kurs? Entschuldigung, es muss warten. Das geht jetzt gar nicht. So, Bestellung. Heute verkauft der Artikel 6.500. Oh Mann. Ich werde mir jetzt nochmal was überlegen und dann hole ich euch wieder mit rein. Wir hatten ungefähr 16.810, was heißt etwa, wir hatten 16.810 Euro Umsatz. Das, was wirklich an uns frisst, das ist das Gebäude mit 7.800 und die Steuer natürlich. Also wir sind bei 8.500 nur für Steuern und Miete und das ist wirklich heftig. So, meine Mitarbeiter, wenn ich mir jetzt halt anschaue, die haben jetzt halt schon einen weißen Strich mit drin. Und da bin ich mal gespannt, ob die durchhalten oder ob ich noch mehr mit einstellen muss. Von der Bestellung her habe ich jetzt so ein paar Hemden gekauft. Ich ziehe es mal noch mal kurz rein, dass ich das zeigen kann. Also ich bin jetzt halt mal ein bisschen auf den anderen Look gegangen. Kann natürlich da nicht so viel kaufen, das ist ganz klar. Aber die Ware ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal hierher schaue, bei Zeige alles... Zack. Artikel, Kleider, Hemden. So, da bin ich nämlich jetzt halt hier auf jeden Fall bei der Nachfrage doch relativ gut aufgestellt. Also ich denke, dass wir die Dinge auch verkaufen werden. Ich habe auch von den Jacken was genommen. Ich würde sagen, wir warten es ab. Wir gehen jetzt einfach mal runter. Wir haben knapp 100 Euro in der Tasche. Ich habe die Öffnungszeit ab 6 Uhr gemacht. Da muss ich jetzt allerdings... noch ganz kurz, ja, genau, das mache ich nämlich so, dass die hier die ersten 5 Stunden kommt. Oder warte mal, wir könnten das doch eigentlich so machen und stellen noch jemanden ein. Weil ob ich jetzt halt 3 bezahle oder 2 bezahle, ist ja dann insofern egal. Ich fange jetzt dann einfach mal links an. So, bist du für die Kasse gut? Der ist sehr gut für die Kasse. Okay, und du würdest kosten, ich sage jetzt mal 120. Ah. Okay. Passt. Ich glaube, da kann ich erst einmal zurück. Ich kann mir dann quasi noch eine andere Bewerbung anschauen. Das muss halt jetzt halt einfach mal probiert werden, ne? So, wie schaut es bei dir aus mit der Kasse? Auch gut. Okay. Wenn du vielleicht nur für 80 arbeitest oder sowas, dann... Oh, das wird ja nicht. 100? Schaut's aus? Oh. Was kannst denn du dann alles, wenn du so... Natürlich abbrechen. Vergiss es. Ich muss ja auch schauen, wo ich bleibe, ne? Oder besser gesagt, mein Boss, wo der bleibt. So, Kasse. Das Gleiche. Sagen wir, sind die da alle so? Verkauf ist der halt auch gut, ne? Die sind alle anscheinend richtig gut ausgebildet. Okay. Ich gehe jetzt bei dir auch mal auf 119.
Oder je nachdem, wo es halt stehen bleibt. Boah. Was würdest du denn wollen? 130? Okay, ja, sieht gut aus. So, Einzelheiten. Also der ist halt richtig gut aufgestellt, ne? Bei dem wissen wir es nicht. Weil ich Dummkopf das nicht... Weil ich jetzt eher auf die Kasse geschaut habe. Jetzt aber andererseits, der will 119, der will 130 und der ist bei den zwei Dingen halt ausgezeichnet, ne? Dann würde ich sagen, okay, ich rekrutiere ihn und ich rekrutiere ihn. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich einen jetzt in die Kassenschicht noch stecke. Was tut es? Jo, die stecke ich in die Kasse. Und zwar hier in diese Mittelschicht, in die 4 Stunden. Und den Elias Schnabel, der wird hier in der Spätschicht unterwegs sein und er bekommt auch natürlich eine Pause, das ist ganz klar. Die teilen sich einfach die erste, mittlere und also die Früh-, Mittel- und Spätschicht und dann denke ich mal, sollte das passen. Wie sind denn die anderen eigentlich? 130? 170? Das wären also dann quasi 300, 400, 420 in etwa. Ja, jetzt muss ich das bloß einmal durch 3 teilen, dann hätte ich ungefähr 130, 140, sowas. Um die 140 ungefähr habe ich dann, was ich quasi zahle pro Stunde, weil man muss ja bedenken, die überlappen ja nicht. Also zahle ich im Schnitt 140 die Stunde. Ne? 12 Stunden haben wir, das geht dann schon. Okay, dann würde ich sagen, raus in den Kampf, oder? Schon wieder finanzielle Probleme. Ja, da haben alle verkauft, das stimmt schon. Nochmal. Wow. Gleich 3 Stufen aufgestiegen, ne? Das ist natürlich... Laden an der Ecke haben wir auf jeden Fall schon mal freigeschalten, das ist gut. In meinem Konzern sind es 14.000, das ist okay. So, minus 612, interessiert mich jetzt gerade mal an Scheiß. Ich muss einmal die eine Kasse vielleicht noch auf Sperre machen, weil die Kassendamen, die werden das dann schon machen. Ich muss jetzt ja dann nur, wenn ich das ausgepackt habe, so handeln, dass ich die Pullis quasi einzeln reinhänge. Anders geht es gar nicht. Komm, wir fertig, Mensch. Die Leute kommen gleich. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal löschen. Das und das. So. Dann machen wir hier mal alles auf. Wir machen hier 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Und dann tun wir hiervon auch noch 1, 2 und 3 rein. So, dann können wir das alles mal reinhängen. Einfach ein bisschen bunt gemischt, das ist ja in Ordnung. So, hier tun wir auch wieder rauslöschen. Dann gehen wir hier drauf. So, dann machen wir das hier genauso. 1, 2, 3. 1, 2 und 3. Das hat ja ideal gepasst, oder? So, und so, gut. Zack, zurück, reinhängen. Mal einfach nur mal hoffen, weil ich habe nämlich sonst nichts. Das ist das Einzige, was ich wirklich kaufen konnte. Aber wir sollten normalerweise, wenn ich jetzt halt, richtig liege, auf jeden Fall ins Plus wandern. Den da erzähl mir mehr. Der ist super. Der steht dir. Kannst du ihn haben. Ja. Ist in Ordnung. Dann schaue ich mal, ob ich da draußen noch ein paar ranholen kann. Irgendwer hier? Jo, habe ich dich erschreckt, dass du jetzt reingehst? Geht rein!
los, zack, schaut euch halt immer die Sachen an. Ja, eine Dame, hallo. Wir haben ganz tolle Hemden. Ich mache jetzt auch gar nicht lang rum. Ich. Thank you. Okay, ja, gerne. Stimmt, meinen Verkäufersmenschen habe ich ja Spätschicht eingeteilt. Wir sind jetzt auf 3317. Wie soll man das bitte schaffen? Also man muss ja im Grunde schon fast den Kredit aufnehmen und sich richtig mit Waren zuballern, dass man dieses Level im Grunde schafft, ne? So, das, was ich jetzt gemacht habe, ist ein bisschen risky. Ich habe im Grunde jetzt alles bestellt, was heute verkauft wurde. Und ich habe alles bestellt, was gestern verkauft wurde. Und wenn ich jetzt halt noch hier einen Verkauf mache oder zwei, dann kann ich mir die Lieferung auch sofort schicken lassen. Thanks. Ich brauche nur 980. Ja, ich komme. Ja, beginn Verkauf. Schnapp's dir, bevor es der nächste nimmt. Na gut. Wer nicht will, der hat schon. Yes. Und damit kann ich die Bestellung herbringen lassen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß, der Laden ist leer. Aber ich habe noch bis 18 Uhr offen. Da kommt die Lieferung. Puh. Ein Stern oder was ist das? Komm Harry, mach hinne. Ich brauche dich hier bei der Box. So, Auspack, Auspack, Auspack. Wir können nur Geld verdienen, wenn wir auch Ware im Regal haben. So, hängen. So, ich gehe jetzt einfach mal überall hin. In der Hoffnung, dass hier noch ein paar Leute sind, die was kaufen. Zwei Hosen gerade mal. Okay, dann warte mal. Dann mache ich das hier so. Zack. Halt. Zack. Wir brauchen... Oh. Die fünf Hemden. Oh. Die Hemden. Hemden. So, hängt bitte alles rein. Die sind nämlich richtig gut. Und dann brauchen wir hier die Hemden und die Hemden. So, eigentlich total egal, ob jetzt da ein Chaos ist oder nicht. Wir brauchen Ware, die wir verkaufen. Komm rein. Thank you. So, ne, gleich die nächste. Am besten ist hier wirklich am laufenden Band. Alles, was hier vorbeiläuft und schnauft, müssen wir bequatschen. Komm rein, jawohl. Yes, jetzt läuft es nämlich. 1177. Wir müssen einfach nur wirklich schauen. Interessiert mich im Moment nicht. Nimm halt ein Hemd. Ich habe doch nicht so viel Auswahl. Ja, komm, entweder du nimmst jetzt was oder nicht. Thank you. Na also, was empfehlen Sie? Ich empfehle da hinten die Hemden. Vielleicht, ich weiß es nicht, dir würde ich helfen. Bedürfnis steigern und schnell Verkauf, komm. Ach, verdammt. So, Leute, kommt, kommt, kommt. Wir haben nicht mal allzu lange offen. Und ich muss eine Miete zahlen und meine Mitarbeiter zahlen. Und wenn wir es verkacken, naja, ist ja nicht mein Laden. Need your help? Wo bist du da hinten? Aber gerade so, dass ich es höre, ne? Ach, der. Oh, mein Kollege ist doch da, Mensch. Für was habe ich denn meinen Verkäufer da, wenn ich jetzt hier auch noch hinrenne zu den Leuten? Elias, du machst deinen Job schon. Ich schicke dir die Leute rein und du speist sie ab. Tja, Geschäftsschluss, alles klar. Oh Mann, 5100. Am besten ist, wenn ich jetzt gleich mal Artikel bestellen mache,
alles, was wir gekauft haben, 4600, gleich bestellen, dass wir die Lieferung bekommen. Ja, wir knallen natürlich jetzt halt voll in die Miesen, ne? Das ist klar. Aber ehrlich, wie willst du das denn schaffen, wenn du jetzt halt zum Beispiel noch einen Kredit aufnimmst oder was? Das ist ja heftig. Also die drei lasse ich so, wie sie sind. Was habe ich da noch? Eine E-Mail, Arthur Kraft, fehlender Kurs. Ja, Entschuldigung, aber das muss warten. Heute bestellt. Das ist Wahnsinn, ne? Also wir verkaufen richtig viel, aber das, was uns natürlich wirklich schädigt, das ist die Miete. Also die Miete ist richtig übelst, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt den nächsten Tag durch. Das geht schon noch. Gucken wir halt mal. So. Und? Geschäfts-XP haben wir natürlich null gemacht. Ihr Geschäft ist bankrott gegangen. Ihr Geschäft wurde für bankrott erklärt, weil es mehrere Tage lang keinen finanziellen Status hatte. Okay, naja, ist ja nicht mein Job. Also ist ja nicht mein Geschäft, meine ich. Das war der hier, ne? Armina. 1000 am Tag, 10.000 als Belohnung Mittel. Wir haben überwiegend Bauern. Ich muss das immer wegen wegziehen. Ich habe das gemerkt letztens, als ich gerendert habe, dass ich ständig mit meinem Kopf hier davor war. Armina, alter Markt, 18.000 am Tag, 10.000 als Ziel. Wir müssen Hemden und Hosen verkaufen, 250 Artikel von La Fashionable verkaufen. Bekomme einen Renommee von bekannter Name in Hemden und in Hose. Kann Mitarbeiter einstellen, kann Geld leihen. Es ist halt schon wirklich tricky, muss ich sagen. Ne? Aber wie viel Geld haben jetzt wir? Wir haben 14.800. Wir können aber, glaube ich, das nicht kaufen, ne? Weil das noch zu teuer ist. Das da auch nicht. So, hier wären es tägliche Kosten 1128. Normalerweise würde ich sagen, wenn ich jetzt so einen Laden aufmache, 1132, dann kann ich das ja im Grunde locker stemmen, weil ich mache ja plus 1497. Wisst ihr was, das probieren wir. Das probieren wir aus. Ich suche mir jetzt halt bloß einmal das günstigste raus, 1400. 1900. So 60 Quadratmeter. Das hier sind 36, sehr niedrig, Bevölkerung sehr niedrig und überwiegend Bauern. Was sollen wir denn an Bauern eigentlich verkaufen? Und wieder, ne? Und wieder bin ich genau drüber. 1132. Also das wäre, glaube ich, schon interessanter. 80 Quadratmeter, Bevölkerung zwar sehr niedrig, aber überwiegender Anteil Arbeiter. Und wenn ich jetzt das Gebäude miete, dann wären das 2700 plus den täglichen Wartungskosten 852. Ach nee, das ist komplett schon. Keine Baugenehmigungen. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt einfach. Miete. Dieser Vertrag gibt dem Mieter die Berechtigung über das Grundstück, umfasst nicht das Umbauen, Entfernen oder Verletzen von Bauelementen. Ich bin damit einverstanden, das Gebäude nach besten Kräften instand zu halten und am Ende des Vertrages mindestens 4 stehende Wände und ein Dach zu haben. Ich bin auch damit einverstanden, dem Vermieter jeden Tag eine Miete von 2717 zu zahlen. Ansonsten kann der Vermieter mich sofort rausschmeißen. Ich unterschreibe den Vertrag und habe damit meinen ersten Laden. So, Anschaffungskosten ist kein Thema. So, dann würde ich sagen, vergeben Sie ein Konzept im Headquarter. Ach, kann ich das gar nicht selber dingsen hier? Okay, dann gehen wir halt einmal zum Headquarter. Dann müssen wir wahrscheinlich, naja gut, das ist ja auch mal was, ne? Das haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht. So, die Moorstraße 20. Information,
So, vorbereiten. No Concept Assigned. Wählen Sie Konzept. Neues Konzept. Geben Sie ein URL. Moment, ich muss irgendwie... Ja, okay. Wahrscheinlich verbaue ich das jetzt mir komplett. So, wir brauchen hier erst einmal... Achso, das ist Manager. Ich brauche ein Konzept. Wir haben das Konzept. Dieses Logo. Themenfarbe machen wir auf jeden Fall blau, ja. Aber das da würde ich lassen. Das Konzept. Machen wir mal Boba Shirts. Okay. So, dann gehen wir mal daher. Irgendwie müssen wir es ja machen, ne? Hemden. Informationen. Hemden. Arbeiter. Okay, also ich denke mal, dass ich jetzt hier ein Konzept hier ausgewählt habe, ne? Da ist im Grunde nichts drin. So, wir haben halt das noch nicht gemacht, ne? Das ist das Problem. So, Moschstraße. Informationen. Vorbereiten, neues Konzept, jawohl. Geld überweisen. Geben Sie einen Geldbetrag ein, mit dem Sie das Geschäft eröffnen wollen. Keine Ahnung, machen wir mal 5.000. Würde ich sagen, wie viel Geld habe ich? 14.800. So, akzeptieren. Wir müssen ja das irgendwo endlich mal machen. So, und jetzt? Ich muss einen Manager einstellen. Fähigkeiten als Bereichsleiter. Bereichsleiter. Das sind alles Bereichsleiter. Nele Menzel wäre jetzt die einzige. Okay, Bereichsleiter. Okay, machen wir halt einfach mal, ne? So. Lohn vorschlagen. Boah, Alter. 1016. Okay. Da geht es natürlich schon ein bisschen höher jetzt. Was? Jetzt hör halt auf, oder? Willst du mich pleite machen, bevor ich überhaupt anfangen kann? Okay. So, damit habe ich eine Kandidatin. Klicke, um Manager einzustellen. Okay. Genau, Bereichsleiter Nele Menzel. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Und? 1000, das kostet jetzt nicht zugeordnet. Was, warum nicht? Warum habe ich da keinen Manager zugeordnet? Zum Laden gehen. Gehen wir mal hin. Ah, neues Konzept. 5000 habe ich rein. Das ist doch gut. Das ist doch in Ordnung. So, dann machen wir mal hier einmal Kasse. Da machen wir jetzt eine ganz einfache Kasse. Für 3000, das reicht erstmal. Die Kasse kommt hier beim Eingangsbereich hin. Oder warte mal, nee, die tun wir da hinten hin. So, zack. Dann brauchen wir natürlich ein paar von den Kleiderständern. Da wir jetzt halt eh noch nicht... Mann, schon sind 2000 weg, ey. Warte mal. Da muss ich mehr Geld rüberschieben. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss definitiv mehr Geld rüberschieben. So, machen wir das einmal. Artikel bestellen. Ja, kann ich halt nicht, ne? Das ist das Problem. So, Hemden. Wir haben überwiegend blau. Von daher schmeiße ich das jetzt mal hier rein. Inklusive hier zumindest der ersten schwarzen Jacke. Schauen wir mal, was das kosten wird, wenn wir jeweils 5 bestellen. Zu wenig Geld, ja, ist okay. Dann speichere den mal. Den speichern wir einfach mit der 1. So, komme ich da jetzt nicht mehr raus? Jetzt, wenn ich sage Lieferung anfordern, dann muss ich machen auf Geschäft eröffnen. Ja, Miete 2700. Oh Mann, das ist ja dann wirklich heftig. Ich hätte quasi alles Geld reinpumpen müssen in den Laden. Von daher werde ich jetzt halt mal hier rausgehen. Muss noch mal zum Konzern gehen. Ja. So, zur Stadt. Das ist hier richtig hart. Also ohne Geld kommst du da
nicht klar. Da muss ich wahrscheinlich in die Zentrale rein, ne? Dass ich denen nochmal quasi Geld zusteck. Ja, man wird halt nicht wirklich durchgeführt, ne? Es wird halt gesagt, ja, das ist hier und das ist da. Aber man bekommt für das erste Mal nicht wirklich Tipps. Und du kannst mir nicht wirklich weiterhelfen. Naja, gut. Jetzt sind wir heute auf jeden Fall schon mal so weit, dass ich sag, ich mache jetzt halt hier mal einen Schlussstrich. Ich muss mir das nochmal angucken. Vielleicht finde ich ja noch was raus. Vielleicht kann ich das ja auch nochmal rückgängig machen. Mal schauen. Ansonsten gehen wir halt pleite. Es schaut halt so aus. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Und Kommentare täten mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. In dem Sinne, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.